Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ja, ich war hier die ganze Zeit am Rumrücken und rumprobieren, wie ich das mit dem Licht machen soll, wie ich mich hinsetzen soll. Ich sitze jetzt auf dem Hocker und ich akzeptiere jetzt einfach, dass bei dieser Blume, das so ein bisschen so aussieht, als hätte ich so ein bisschen grüne Haare, wenn ich mich hier so hinsetze. Seht ihr das? Wir müssen das jetzt einfach ignorieren, Leute. Wir machen das Beste draus. Wir haben uns heute hier zusammen versammelt, weil ich gerne diese Impress-Nägel testen möchte mit euch zusammen. Meine beste Freundin probiert sich nämlich gerade auch mit solchen Nägeln aus und irgendwie hat sie mich angesteckt, weil ihre Nägel sehen immer so richtig cool und fancy aus und mir gefällt das richtig gut und ich dachte mir, okay, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance, weil ich bin eher nicht so der Typ, der irgendwie ins Nagelstudio geht und auch dieses dauerhafte Nägel haben und auch nicht abmachen können. Nee, ich brauche Freiheit, Leute. Ich brauche immer die Freiheit, alle Nägel einfach abnehmen zu können, wenn ich sie nicht mehr haben möchte und nicht erst irgendwie einen Termin im Nagelstudio zu bekommen und so. Also ja, man könnte jetzt natürlich auch Gelnägel absteifen und so, aber ihr wisst, worauf ich mich beziehe. Diese Teile gehen auf jeden Fall deutlich einfacher ab, glaube ich. Ich habe mich für so dunkelrote und goldglitzermäßige Nägel entschieden. Und ich kann es kaum erwarten, diese jetzt mit euch auszuprobieren. Der Zustand meiner Nägel, ich hoffe, ihr könnt den sehen, die sind gerade relativ lang für meine Verhältnisse. Sieht man das? Der Zustand meiner Nägel, die sind gerade für meine Verhältnisse relativ lang. Ja, ich hoffe, das ist eine gute Basis für diese Nägel. Es gibt diese Impress-Nägel auf jeden Fall bei Rossmann und ich habe tatsächlich zum Glück noch vor dem Kauf gesehen, dass es hier verschiedene Größen gibt, Leute. Das ist jetzt Größe M. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil es auf jeden Fall in das Schema reinpasste. Es gab S, M und L. Und S fand halt relativ kurze Nägel. M sind, glaube ich, so ein bisschen längere Nägel. Und L waren halt wirklich diese krassen, langen Monsterkrallen, die ich zwar auch cool fand, aber ich bin ganz ehrlich, ich stand da so vor und dachte mir so, ich werde mir sofort abreißen. Also ich bin ein zu aktiver Mensch. Ich mache viel zu viele Sachen mit meinen Fingern, mit meinen Händen. Ich bin tollpatschig. Ich werde die mir safe runterreißen, Leute. Deswegen habe ich mich für die Größe M entschieden. Die haben mir auch optisch am meisten zugesagt. Bei den ganz kurzen gab es irgendwie jetzt auch nicht so schöne Modelle. Jedenfalls nicht in meinem Rossmann, weil die anderen waren tatsächlich alle ausverkauft. Und die, die noch da waren, ja, da hat mich einfach dieses Modell hier am meisten überzeugt. Wir öffnen das jetzt einfach mal. Ich bin sehr gespannt, Leute. Ich glaube, die kleben nämlich einfach so von alleine, glaube ich. Ich komme mal ein bisschen näher zu euch. Don't miss prep pad, step one. Okay, da, okay. Bei diesen Nägeln, die jetzt so aussehen, davon gibt es übrigens 30 Stück in der Verpackung, gab es hier nochmal eine Erinnerung, dass man auf jeden Fall nicht die Vorbereitung vergessen soll. Vielen Dank für die Erinnerung. Finde ich gut. Wieso fällt mir denn heute alles runter? Okay, wir haben hier eine Anleitung mit einer Nagelpfeile hier reingeklebt. Okay, ich habe mir jetzt die Anleitung durchgelesen, liebe Leute. Zusammenfassung, man soll die passende Fingernagelgröße wählen. Okay, vorher auf jeden Fall die Hände gründlich mit Seife und Wasser waschen. Daumennägel zuletzt machen. Und hier steht auch drin, dass die Nägel eine druckempfindliche Haftschicht haben. Und je fester man den Nagel wohl dran drückt, desto länger wird er halten. Das klingt doch gut. Also wenn ich die ganz, ganz, ganz doll dran drücke, dann sollten die doch auf jeden Fall recht lange dranbleiben. Das ist jetzt auf jeden Fall meine Hoffnung. Ja, ich werde euch dann auf jeden Fall irgendwo eine Notiz nochmal machen, vielleicht am Ende des Videos oder auch jetzt schon, wo ich dann nochmal ein Fazit ziehe, ob die Nägel jetzt lange gehalten haben oder nicht. Ich gehe mir auf jeden Fall jetzt meine Hände und auch meine Nägel gründlich mit Wasser und Seife waschen, liebe Leute. Bis gleich. Einmal gründliches Händewaschen später und ich bin wieder da und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin jetzt ein bisschen heller. Ist das so oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Hier ist auf jeden Fall einmal ein Reinigungstuch. Damit werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal meine Nägel bearbeiten und dann würde ich sagen, pressen wir die Nägel doch mal dran. So sehen die Nägel übrigens aus. Die haben einmal nochmal so eine Schutzschicht aus Plastik. Die zieht man vorher nochmal ab und dann drückt man den Nagel dran und fertig. Im besten Fall fallen euch nicht alle Nägel auf den Boden. Profi-Tipp an dieser Stelle, ja, macht das Ganze nicht auf eurem Bein. Ich versuche gerade alle möglichen Nägel auf meinem Bein zu sortieren, weil ich ja keinen Tisch habe, ja. Kann ich euch nicht empfehlen. Nehmt euch auf jeden Fall zur Hilfe einen Tisch. Okay, ich habe jetzt alles so richtig profimäßig auf meinem Bein der Größe noch sortiert. Ich werde mit dem kleinsten, beziehungsweise mit den kleinsten Nägeln anfangen und mich dann so zu den Daumen vorarbeiten. Und vorher nutze ich jetzt das Reinigungspad. Mache alle Nägel in einem Wisch sauber und dann geht's ans Kleben. Ich habe hier also das Reinigungspad. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nur eins gibt. Also ich hätte gerne zwei. Ich mag Sicherheit, Leute.
Okay, das Zeug stinkt krass nach Alkohol mit irgendwas gemischt. Ich weiß nicht, was da drin ist, Leute. Auf jeden Fall irgendwas mit Alkohol. Wir fangen jetzt mit dem kleinsten Nagel an. Ihr seht diese Plastikfolie. Man wird tatsächlich gleich die Folie abziehen und dann soll man einfach den Nagel so draufkleben, in der Mitte des Nagels beginnen zu drücken und dann sich von links nach rechts wohl vorarbeiten. Und je fester man drückt, desto besser hält es, angeblich bis zu 7 Tage. Ich bin gespannt. Das hier jetzt einfach mal ab. Da ist jetzt wohl die Haftschicht, die jetzt aktiviert wurde, laut Anleitung. Und wir machen das jetzt einfach mal. Okay. Ich drücke. Tja, hab's verkackt, Leute. Wisst ihr, ich wollte euch das unbedingt gut in der Kamera zeigen und dann habe ich selber nur in der Kamera hingeguckt und weniger im Real Life vor meiner Nase, wie das aussieht. Und jetzt, ja, sieht es jetzt nicht mega katastrophal, aber doch, es ist schon katastrophal. Tja, ich glaube, das kriege ich nicht mehr gerettet, Leute. Tja, Lektion Nummer 1. Wenn ich ein YouTube-Video drehe, in dem es sich um Nägel dreht, nutze ich meine eigenen Augen und versuche nicht irgendwie in der Reflexion, in der Kamera irgendwie das Ganze ordentlich zu machen, damit ihr das besser seht. Das ist das Risiko an YouTube-Videos. Man möchte immer, dass der Zuschauer das besonders gut verfolgen und nachvollziehen kann. Und dann hat man das Risiko, dass man es dann selber im Real Life verkackt. So sieht das Ganze jetzt noch nicht schlecht aus, Leute. Auch von dieser Seite sieht es gar nicht so schlecht aus, aber ich habe es tatsächlich hier verkackt. Seht ihr das? Es ist nicht komplett gut abgeschlossen. Deswegen werde ich jetzt tatsächlich selber genauer hinsehen, wie ich das mache, weniger in die Kamera sehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich einfach mit dem fertigen Ergebnis wieder, in der Hoffnung, dass das ein bisschen besser wird als jetzt der erste Nagel. Was schon mal positiv zu vermerken ist und was für die Brand spricht, ist auf jeden Fall, dass dieser Nagel auf jeden Fall jetzt sehr gut haftet. Ich habe mir gedacht, ich möchte gerne auf diesem Ringfinger diesen Nagel drauf haben und den ein bisschen glitzern lassen. Also das Ding ist, es ist eigentlich echt eine idiotensichere Nummer, wenn man auf die Hände guckt und weniger in die Kamera. Tja. Der Nagel sieht doch schon sehr vernünftig aus im Vergleich zum ersten. Tja. Ja, also der Nagel sieht auf jeden Fall deutlich besser und deutlich passender aus. Der ist auch, glaube ich, einfach, also der hier sieht ja von der Seite ja auch gut aus. Ich glaube, der war einfach zu klein tatsächlich. Ich werde für den nächsten kleinen Finger tatsächlich einen etwas minimalst größeren Nagel nehmen, weil ich glaube, dass der hier tatsächlich einfach zu klein war. Die sind auch relativ weich, also klar, es ist natürlich Plastik und es ist jetzt nicht mega, mega weich oder so, aber es ist jetzt auch nicht mega krass hartes Plastik. Ja, also die Nägel sind schon so ein bisschen biegbar, gerade bei den Billignägeln, die man irgendwie vor 10 Jahren mal hatte bei DM oder so, merkt man auf jeden Fall einen Unterschied, muss ich sagen. Ob die jetzt so viel besser halten, das weiß ich noch nicht. Die sehen aber auf jeden Fall schon mal besser aus, finde ich ehrlich gesagt. Wir machen tatsächlich schon große Fortschritte, jetzt fehlt nur noch der Daumen. Also die sind halt wirklich schon so bis zu einem gewissen Grad biegbar. Was ich tatsächlich auch einfach sehr angenehm finde. Ich hatte immer das Gefühl, man hatte vorher so richtig krasses Hardcore-Plastik auf den Nägeln. Das ist zwar immer noch Plastik, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es fühlt sich zumindest so ein bisschen natürlicher an. Also klar, es sind immer noch Fake-Nägel, aber ich finde sie irgendwie ein bisschen angenehmer als früher, die Nägel. Kann aber auch daran gelegen haben, ich habe mir natürlich früher so krass Hardcore-billige Nägel geholt. Die es halt einfach so bei DM gab, wo halt mein Taschengeld für gereicht hat, weil ich es mal ausprobieren wollte. Und die waren halt nicht gut. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, habt ihr schon mal solche Nägel ausprobiert? Wenn ja, findet ihr die gut? Findet ihr die grausam? Seid ihr eher so der Typ künstliche Fingernägel oder weniger? Oder seid ihr vielleicht auch eher der Typ, der sich das lieber im Nagelstudio professionell machen lässt? Ich habe das tatsächlich auch schon mal im Nagelstudio gemacht. Ich glaube 3 Mal insgesamt oder 4 Mal. Aber es hat mich irgendwann gestört. Deswegen finde ich eigentlich die Lösung, dass das hier so 7 Tage oder so hält, finde ich gut. Da kann man so ein bisschen schöne Nägel haben und sich darüber freuen, aber dann ist irgendwann auch mal Schluss und dann ist auch gut. Ich glaube, ich bin nicht so der Typ, der jetzt 100 Jahre für immer krass lange Nägel haben könnte, weil ich glaube, das würde mir irgendwann... Oh nein, ich habe den... Nee, habe ich nicht. Ich glaube, das würde mir irgendwann auf die Nerven gehen und ich dachte gerade, ich hätte den Daumen
verkackt, aber habe ich zum Glück doch nicht. Ich komme noch mal ein bisschen näher, liebe Leute. Wir sind nämlich fertig. Es fühlt sich sehr spannend an. Ich hatte sehr lange keine Fake-Nägel mehr. Aber ich muss sagen, optisch, abgesehen jetzt von diesem einen ersten Nagel, der einfach voll der Fail war, weil ich Punkt 1 zu viel in die Kamera geguckt habe und Punkt 2, der Nagel halt einfach an sich zu klein war, finde ich das Ergebnis mega, mega cool. Also wir müssen diesen einen Nagel jetzt einfach ausblenden, ja. Ich finde, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich finde die Nägel mega, mega schön. Die halten auf jeden Fall bisher auch sehr gut. Sehen halt auf jeden Fall echt cool aus. Der hier ist halt verkackt. Wie gesagt, also der ist nichts geworden, der erste Nagel, aber dafür ist der hier doch recht gut geworden. Also wenn man einmal raus hat, welche Größe man jetzt konkret braucht für welchen Nagel, das ist super, super easy. Ich habe mich auf jeden Fall an die Anleitung gehalten, denn da stand im Zweifel, soll man auf jeden Fall die kleinere Größe nehmen. Das habe ich gemacht. Ich stand so zwischen zwei Größen jetzt bei dem allerersten Fingernagel und es war falsch. Drückt also auf jeden Fall nochmal den Nagel vorher dran zum Testen, ob der Nagel überhaupt wirklich passt. Also quasi nochmal mit der Folie dazwischen, um einfach zu gucken, okay, ist es jetzt wirklich die richtige Größe oder nehme ich doch lieber eine andere? Ich muss echt sagen, irgendwie, ich fühle die Nägel total. I like. Was kann ich euch also sagen in Bezug auf den ersten Eindruck? Der erste Eindruck ist auf jeden Fall, dass die Nägel weniger billig sind als die vor 10 Jahren. Das kann eventuell aber auch an der Marke liegen, weil ich glaube, ich damals echt irgendeine Billigmarke benutzt habe. Was ich auch richtig, richtig cool finde, ist, dass hier tatsächlich zwei verschiedene Nägel drin waren. Dass man einfach echt gucken konnte, okay, ich möchte gerne meinen Zeig- und meinen Ringfinger gerne mit ein bisschen Glitzer aufhübschen und die anderen Nägel sind halt sozusagen normal. Das finde ich auf jeden Fall mega, mega cool, dass man da halt auch einen gewissen kreativen Spielraum hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Und es ist halt tatsächlich genauso easy peasy, wie es auf der Verpackung beschrieben wird. Ich finde auch generell, ich bin ja so ein Marketing-Opfer, ich finde auch impress einfach ein richtig geiles Marketing. Es ist halt wirklich einfach draufdrücken und fertig. Und wenn das jetzt noch irgendwie ein paar Tage hält, das wäre richtig, richtig cool. Ich werde euch da auf jeden Fall auch nochmal updaten und euch sagen, wie lange jetzt genau diese Nägel gehalten haben. Bisher habe ich auf jeden Fall einen sehr, sehr positiven Eindruck und ich werde euch da auf jeden Fall nochmal updaten. Vielen lieben Dank, dass ihr hier mit mir dabei wart, wie ich das erste Mal seit 10 Jahren mir wieder meine Nägel gemacht habe. Falls ihr euch gut unterhalten gefühlt habt, dürft ihr mir auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben geben, mir auch sehr gerne ein Abo dalassen. Ich freue mich drüber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja hoffentlich ganz bald in Mexiko wieder. Und ja, bis bald.